Willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ich dachte, ich erzähle euch diesen Freitag ein bisschen von, ja, Veränderungen. Aber nicht irgendwelchen Veränderungen. Ich möchte euch mal von zeitlichen und Ablaufsveränderungen erzählen. Oh Gott, ich kann diese Dinge, ich komme mit den Dingern gar nicht klar. Das klingt jetzt komisch, ist auch wirklich so. Jedes Mal, wenn sich nur Kleinigkeiten in meinem Zeitablauf verändern, kann das meinen ganzen Tag beeinflussen, wenn nicht sogar mein ganzes Jahr. Also, um es jetzt mal deutlich zu sagen, ich hänge zurzeit, egal was ich tue, eine Stunde hinterher. Okay, das klingt jetzt total komisch, aber zur Erklärung, mein ganzes, naja, Leben, seitdem ich entdeckt habe, dass ich ein Asperger bin, war immer in einem routinierten Ablauf. Ich bin dann, wenn ich halt aufgestanden bin, Dann habe ich eben eine Stunde später meine Mutter angerufen, um ihr zu sagen, hey Mami, ich bin aufgewacht. Weil ich die Stunde immer brauche, egal welche Zeit wir haben. Ich brauche immer eine Stunde, um wach zu werden. Davor funktioniert bei mir im Kopf gar nichts. Da ist alles so. Und ja, dann ungefähr so um 14 Uhr rum ist meine Mutter dann das erste Mal bei mir und wir essen was zusammen. Früher war Papa auch beim Mittagessen da, aber ja, das hat sich irgendwie wegen der Arbeit dann erledigt und der arbeitet dann immer zur Mittagszeit leider durch. Schade, aber ist halt so. Allerdings ist das jetzt auch schon über 10 Jahre so, also nichts allzu Neues. Ja. Und dann ist dann eben so, dass wir, dann erledige ich mein Zeug mal wieder so ein bisschen. Und dann so um 17 Uhr rum gibt es dann Abendessen. Und dann eben ab 22 Uhr ist meine Mom wieder da, so langfristig da und erledigt eben solche Sachen wie unsere Steuererklärung oder sie liest auch manchmal ein Buch. Manchmal macht sie auch die Küche und eben solche Sachen. Ja, und jetzt ist es halt so, dass sie die letzten Monate, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange das ist, aber es war eben auch so, auf meinen Wunsch hin, habe ich zu Mom gesagt, du, wir können ja mal den Zeitplan etwas lockern. Doofe Idee. Und dann ist sie eben dann mal nicht um 14 Uhr zu mir hochgekommen und wir haben nicht um 14 Uhr zum Mittag gegessen, sondern manchmal eben erst um 15 Uhr. Und seitdem hat sich mein kompletter Tagesrhythmus-Zeitgefühl um eine Stunde verschoben. Also um 15 Uhr könnte ich jetzt gerade zur Zeit jedem sagen, wir haben jetzt 14 Uhr. Und ich würde das mit einer eisernen Überzeugung sagen, weil für mich um 15 Uhr gerade 14 Uhr ist. Was für mich natürlich auch blöd ist, weil wenn ich dann mir vornehme, ich gehe um 1 Uhr ins Bett, und zwar, entschuldigt. Und dann eben nicht um 1 Uhr ins Bett gehe, weil ich eben überzeugt bin, dass 1 Uhr ist, aber eigentlich ist 2 Uhr, dann ist es gerade so, dass mir auch viel Schlaf fehlt dadurch. Deswegen bin ich auch die letzten paar Videos etwas müde, entschuldigt. Ja. Was für mich natürlich wirklich das Blöde dran ist, ist dieses Zeitgefühl, wenn du es nicht selber hast oder auch einfach jetzt nicht jede Uhr lesen kannst, weil ich bin jetzt nicht so gut in den analogen Uhren. Digitaluhren kann ich lesen, die analogen, tut mir leid, da bin ich kein König drin. Meine Mutter hat ja so eine Uhr, da sind gar keine Zahlen drauf, wo ich mich jedes Mal frage, woher weiß die Frau, wie viel Uhr ist? Ich meine, ich weiß ja nicht mal mit einer digitalen Uhr in der Nähe, wie viel Uhr ist. Und sie liest es einfach mal ab von so einer Uhr ohne Zeiger. Nee, warte mal, ohne Ziffernblatt. So war es, entschuldigt. Ist immer wieder so bewundernswert, wie ich es finde. Ja, aber eben die wirkliche Schwierigkeit darin ist eher, dass ich kein Zeitgefühl habe, verschieben sich auch alle Dinge für mich. Also soll heißen, wenn ich wenn ich abends mir vornehme, früh ins Bett zu gehen, dann gehe ich automatisch später ins Bett, weil ich ja eigentlich
gefühlt früher ins Bett gegangen bin, aber eben durch die innere Zeitverschiebung, genau so könnte man es nennen, eigentlich denke ich, gehe früher ins Bett. Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel angekommen ist. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ja. Und wenn nein, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Dann werde ich mal versuchen, irgendwann anders zu formulieren. Ja, es ist aber auch so, dass ich dadurch eben den Überblick verliere. Also ich kann gerade zur Zeit ganz ehrlich gesagt nicht sagen, welchen Wochentag wir haben, welchen Monat wir haben. Jetzt war auch noch Jahreswechsel. Das ist immer ganz schwierig für mich, weil dann weiß ich nicht mal mehr, welches Jahr wir haben zurzeit. Oh Gott, ich glaube, ich hänge immer noch in 2015 irgendwie fest. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Das müsste ich jetzt gerade einen Zettel schreiben, dann wüsste ich, in welchem Jahr ich gerade hänge. Ich weiß nicht, welchen Monat wir haben, so richtig. Ich habe so einen leisen Verdacht, dass wir den Februar haben. Oder Januar. Also wir haben entweder Januar oder Februar und den Dreh haben wir. Das weiß ich. Oh Gott. Ich gucke auch selten auf Kalender. Ich bin auch nicht so ein Mensch, der sich Termine in Kalender einträgt, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich weiß ja sowieso nie, welchen Wochentag wir haben und welches Datum wir haben. Also bringt es mir nicht viel, da irgendwie was in Kalender einzutragen, nur um dann schließlich und endlich irgendwie den Kalender nicht anzuschauen oder zu beachten und mir dann am Ende des Tages doch wieder die Frage stellen, doch wieder sozusagen auf den iPod gucken zu müssen und da zu erfahren, welchen Tag wir haben. Drum trage ich die meisten Termine einfach in meinen iPod ein, dann habe ich die direkt. Wobei ich da auch zugeben muss, dass ich ein Typ Mensch bin. Ich sehe, oh, ein Termin ist aufgeploppt. Na gut, wegschieben. Also das funktioniert auch nicht. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man ein bisschen besseren Überblick über die Zeit kriegt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, weil bei mir läuft es gerade überhaupt nicht rund. Also mein Zeitmessen, mein Zeitgefühl und alles ist wirklich furchtbar. Ja, was aber auch für mich eine schwierige Geschichte ist, ist Zeitumstellung. Dieses eine Stunde plus, eine Stunde minus, eine Stunde plus, eine Stunde minus. Falls ihr jetzt gerade Klappergeräusche hört, wie immer Isa, die trinkt gerade. Ja. Ja, jetzt hat sie mich irgendwie voll aus dem Konzept gebracht. Oh Gott. Diese Augenringe sind übrigens auch eins der Symptome, dass ich zu spät ins Bett gehe. Eigentlich kann man sehr viel bei mir an meinem Schlafrhythmus abmessen. Also wie es mir geht. Naja, oder meinem Sprachzentrum. Es gibt so diese drei magischen Fragen, die man bei mir stellen kann. Erstens, kann ich sprechen? Das heißt, hatte ich einen Overload? Hatte ich keinen? Das heißt, wie viel ich zu tun hatte? Ob ich irgendwie gut dabei bin? Oder ob ich eben gerade eher aus meinem, also ob ich mich zu viel gemacht habe? Dann die zweite ist, wie hast du geschlafen? Prinzipiell, wenn ich gut schlafe, also eigentlich muss man die mir selten stellen, man kann es an den Augenringen oft erkennen. Dann weiß man, wie ich ungefähr mit meinem Zeitgefühl bin, von meinem Schlafrhythmus, erkennt man das. Und die dritte, die kenne ich gar nicht mehr, die kennt dafür meine Mutti, müsste zumindest kennen. Gehe ich zumindest davon aus. Aber auf jeden Fall, die dritte ist dann auch nochmal eine, die irgendwie so einen kleinen Tipp gibt, wie es gerade bei mir steht. Ja, und zurzeit steht es nicht so gut, weil, wie gesagt, zu wenig Schlaf. Ich komme gerade, glaube ich, oft nur auf 6 Stunden Schlaf. Und das ist bei mir echt viel zu wenig. Also an alle anderen Asperger da draußen, schlaft. Schlaf ist so wichtig und vor allem ist es gut für den Kopf. Da können sich so viele Dinge erholen und wieder zurück. Ja, wie sage ich das jetzt? Zurückdrehen. Also so vom Zeitgefühl her oder vom Energielevel, alles. Ja, nur ich tue es eben blöderweise nicht immer. Ich vergesse immer wieder, dass Schlaf wichtig ist und ich habe auch nicht dieses klassische, immer gleich dieses, ich bin müde. Ich spüre eben irgendwann, dass ich erschöpft bin und dann denke ich mir, jetzt sollte ich vielleicht ins Bett gehen.
Und dann 3 Stunden später denke ich mir, wenn ich dann wieder fit werde, naja, jetzt kann ich ja gerade noch weiterarbeiten. Und das ist dann der Fehler. Wenn du müde bist, solltest du dich ins Bett legen und sofort schlafen gehen, weil egal wann es ist, weil dann ist im Zweifel der Moment, wo du am besten schlafen kannst. Und das war jetzt die Predigt, die ich gehalten habe, obwohl ich mich selber nicht dran halte. Ja. Gut. ich versuche es ab jetzt besser. Vorsatz fürs neue Jahr. Ich verspreche, ich versuche mehr zu schlafen. Oder besser gesagt, wieder früher ins Bett zu gehen. Tja, was auch schwierig ist, ist natürlich Zeitumstellung. Dieses, wie ich schon gerade erwähnt habe, glaube ich so nicht, ich habe es schon erwähnt, aber egal. Diese Zeitumstellung ist ja, dass eine Stunde plus oder eine Stunde minus ist. Und wenn du kein Zeitgefühl hast, schon vom Prinzip her, dann kommst du überhaupt nicht damit klar, wenn du plötzlich noch mal eine Stunde, wenn dir entweder eine Stunde genommen wird oder eine Stunde dazukommt. Wobei eine Stunde dazu ist immer besser als eine zu wenig. Aber wobei ich mich echt immer frage, wie man das, wer auf die doofe Idee gekommen ist, ne, also wirklich diese Zeitumstellung zu machen. Da kommt doch irgendwie, glaube ich, keiner wirklich damit klar, wenn ich mal so ganz genau drüber nachdenke. Also ich bin noch nie jemandem begegnet, der zu mir gesagt hat, yo, Zeitumstellung, coole Sache. Da bin ich noch nie in meinem Leben jemandem begegnet. Die meisten Leute sagen immer so, oh nee, oder oh, oder oh Gott, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Also, ich finde es eigentlich an sich ein Schwachsinn, weil ob man die Stunde jetzt wegnimmt oder dazu nimmt, verstehe ich nicht, was es bringen soll. Weil der Tag ist ja trotzdem der Tag, oder? Und vor allem verstehe ich nicht, wo sie die Stunde herbringen oder wo sie wegnehmen können. Das verstehe ich einfach auch nicht, weil ich meine, trotzdem hat ja der Tag 24 Stunden. Also wie rechnet sich das? Also wenn das jemand weiß, das wäre cool, wenn das mir in die Kommentare schreibt, weil das würde ich echt gern mal wissen. Habe ich noch nie mehr so gerade, mache ich mir gerade das erste Mal so Gedanken drüber. Aber was ich auf jeden Fall zur Zeitumstellung sagen kann, ist, sie ist überhaupt nichts für mich, weil egal wie gut ich mir über das ganze Jahr versuche, ein Zeitgefühl anzueignen oder egal wie gut ich gerade dabei bin mit, wir sind nur 5 Minuten daneben geraten, gibt's auch diese lustige Geschichte, fällt mir gerade ein. Ich sollte jetzt erstmal den Satz fertig bringen und dann euch die Geschichte erzählen. Egal wie sehr ich mich anstrenge, sobald die Zeitumstellung kommt, ist mein ganzes Zeitgefühl wieder, naja, kaputt. Und es ist einfach sehr schwer, dir ein Zeitgefühl aufzubauen oder auch nur einen Ablauf einzuhalten, wenn du den Überblick verlierst. Ich denke, an dieser Stelle sollte ich vielleicht noch schnell die Geschichte erzählen, die ist ganz kurz erzählt. Vor ein paar Wochen hat mein Vater gefragt, wie viel Uhr ist. Und dann habe ich durch Zufall genau die richtige Uhrzeit geraten. Und dann war ich so stolz auf mich. Ich habe in dem Moment gedacht, ja, Zeitgefühl, ich habe ein Zeitgefühl. 4 Minuten später habe ich festgestellt, nein, doch nicht. Ich habe eigentlich bloß auf der Uhr die Uhrzeit abgelesen. Aber naja, für 4 Sekunden dachte ich, ich hätte ein Zeitgefühl. War schon nett. Okay. Ich mache an dieser Punkt jetzt Schluss und hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, schreibt mir gerne in die Kommentare oder wenn ihr Fragen habt oder wenn euch irgendwas interessiert. Lasst mir gerne auch einen Daumen hoch da. Ein Abo freut mich auch immer. Okay, ich muss aufhören, ständig den Daumen hoch zu machen. Das sieht gerade etwas dämlich aus, entschuldigt. ihr könnt mir gerne auf Facebook schreiben. Das ist die Ella Bella Flor. Oder auch auf Twitter, da bin ich auch. Oder eben auch gerne eine E-Mail. Das ist dann die bell.riedmeier@outlook.com. Wobei man Riedmeier mit Y schreibt. Wie das Ried und dann Meier mit Y. So sagt's Mami immer so nett. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!